Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Goodie Box. Und wenn du Bock drauf hast, mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser wundervollen Schubladenbox aus Dänemark verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie Box, wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier auf meinem Kanal zeigen zu können. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Weil es ein Kooperationsvideo ist, verlose ich in diesem Video auch etwas an euch. Das ist eine Beauty-Überraschungsbox, die ich mit Produkten befülle und dann an einen von euch verlosen werde. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, die kostet 19,95 € im Monat, erscheint auch monatlich und ist immer in diesem Schubladendesign. Diese Cover hier vorne drauf variieren immer mal wieder. Ich habe die bei mir hier hinten stehen, um sie wirklich als Aufbewahrungsregal zu verwenden. Und ich finde es so ein total beruhigendes, nein, ein satisfying feeling, also ein cooles Gefühl, ein befriedigendes Gefühl irgendwie, wenn ich so eine komplette Schubladenfront aus diesen Schubladen sehe, weil das alles so wunderschön kunterbunt ist, teilweise Special Box mit dabei, wunderschön. Wir haben hier Produkte drin, die vor allem pflegemäßig unterwegs sind. Es gibt aber, wenn man wirklich Bock auf nur hier dekorative Kosmetikprodukte hat, ne, die Möglichkeit, sich die Crushbox zu abonnieren. Die erscheint, ich glaube, alle drei Monate, glaube ich. Verlinke ich dir auch meine Infobox, die ist ein bisschen kleiner, aber gefüllt nur mit Full-Size dekorative Kosmetik. Ne? Genau, ich finde die Pflegevariante aber ziemlich cool, weil hier auch Marken vertreten sind, die wir so hier auf unserem Markt noch nicht so wirklich kennen. Ne? Und es ist immer spektakulär, die kennenzulernen. Und jo, ich nehme mal hier die Schublade raus. Achso, es gibt auch immer ein Produkt, was man quasi gratis bekommt, wenn man einen gewissen Code verwendet. Den schreibe ich euch gleich auch mal rein und zeige euch auch das Produkt, was man gratis dabei bekommt. Und ja, ich habe hier zuallererst einen Gutschein drin liegen und zwar über 10 Euro bei The Hair Lust. Okay, ist hier was? Oh, von Haarlust ist hier quasi was mit drin. Mhm, cool, sieht sehr interessant aus. Da gibt es auch so Haarvitamine. Warte mal, habe ich sowas nicht hier auf meinem Tisch stehen? Ja, tatsächlich. Hair Growth Formula. Die habe ich hier tatsächlich, so Haarvitamine. Aber das sind jetzt hier meine, ne, auf meinem Tisch. Ich glaube aber auch, die waren mal in der Beautybox mit drin. Ich bin da sehr sporadisch mit, dass ich da was von esse, um ehrlich zu sein. Gut, aber hier gibt es dann auch noch so Hair Growth and Repair. Also quasi Shampoo, Conditioner und so weiter, dass du Feuchtigkeit für die Haare bekommst, kann man jetzt gut gebrauchen. Ne? Wenn man jetzt halt so dieses Spliss-Wetter hat, dieses Frizz-Wetter, dieses alles ist trocken und die Haare kommen halt trotzdem, also ständig hier auf ne, diese Wollpullis, dann frizzen die so vor sich hin. Und irgendwie, ich weiß auch heute gar nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll, denn irgendwie sind die auch total fisselig unterwegs heute. Tut mir leid. Genau, passt auf jeden Fall. Da hat man nochmal einen Gutschein. Dann hat man hier auch noch einen HelloFresh-Gutschein. Finde ich ganz cool. Wir sind selber ja HelloFresh-Kunde. Und da kannst du nochmal 50 Euro sparen. Also ich finde es ganz cool. Uns macht das Freude. Kann ich jedenfalls empfehlen. Hier haben wir dann auch noch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und endlich ist es wieder ein Heftchen. Richtig, ne? Ich hefte mir das auch tatsächlich ab. Ich habe da Ordner für. Don't feel sorry for just saying no. Du sollst dich nicht dafür entschuldigen, dass du einfach mal Nein sagst. Hier sind die ganzen Produkte aufgeführt, ne? Mit Erklärung, falls ich nicht mehr weiter weiß. Und dann gucken wir mal, was sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht haben. The and Breath Out Box. Okay, also du sollst einerseits atmen und andererseits sollst du dich nicht dafür entschuldigen, Nein zu sagen. Okay. Atmen wir einfach mal zusammen aus. Manchmal tut das ganz gut, durchatmen. Ne? Ich bin eher so ein impulsiver Mensch leider und ich muss mir auch irgendwie mal angewöhnen, nicht mehr so impulsiv zu sein. Das fällt mir doch leider viel zu häufig auf die Füße und dann zerbreche ich Porzellan, wo ich es nicht will. Das ist immer echt scheiße. Kennst du das Gefühl, Ja zu sagen, obwohl du tief im Innern ein großes Nein verspürst? Keine Sorge, du bist nicht allein. Viele von uns kämpfen mit diesem Dilemma. Aber warum fällt es vor allem uns Frauen so oft schwer, Nein zu sagen? Wahrscheinlich, weil es so viel einfacher ist, Ja zu sagen, um den Frieden zu wahren, nicht anzuecken, freundlich zu sein, Konflikte zu vermeiden. Oder einfach, weil Nein sagen uns oft das Gefühl gibt, uns rechtfertigen zu müssen. Ja. Lasst uns aufhören, unser Leben so zu leben, wie wir glauben, dass andere es erwarten. Lasst uns aufhören, zu versuchen, perfekt zu sein und jedem gefallen zu wollen. Lasst uns stattdessen anfangen, das zu sagen, was wir wirklich fühlen und meinen.
Wir wollen euch großartige Powerfrauen wissen lassen, dass wir das Recht haben, Nein zu sagen. Es ist vollkommen in Ordnung, unsere Schwiegermutter nicht zu besuchen, unserer Freundin nicht beim Umzug zu helfen und auch nicht auf die Kinder unserer Schwester aufzupassen, weil wir an diesem Tag eben einfach keine Lust dazu haben. Also atme tief ein, vergiss die Erwartung anderer und atme dann mit einem dicken, fetten Nein wieder aus. Nein. Puh, das tat gut. Hashtag sorry, not sorry. Wir haben die Goodiebox diesen Monat mit wohltuenden und beruhigenden Produkten gefüllt, die dich dazu bringen werden, es niemandem außer dir selbst recht machen zu wollen. Dein Goodiebox-Team. Anne-Luise, Caro, Kati, Theresa, Hanna, Maximilian, Rena, Sena, Saskia, Dominik, Anders, Frederik, Emilia, Hava, Marita und Anni. Okay, dann sind wir jetzt schon mal so ein bisschen in diesem Mut, ne, dass man dieses so ein bisschen bekommt. Ja, ich muss mich tatsächlich wirklich immer mal wieder bremsen, weil dieses, dass ich dann aus mir rausbreche und dann irgendwie vollkommen eskaliere, hängt eigentlich damit zusammen, dass ich dann so viele Dinge aufgestaut habe, die ich wahrscheinlich in den Momenten direkt hätte sagen sollen, ne? Ja, das ist, es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Es ist gar nicht so verkehrt, das mal. Ja, egal. Okay, Business, Leute, Business. Wir machen hier mal weiter und gucken uns das Unboxing weiter an. Nachdenken kann ich nachher in Ruhe. Und zwar bekommt ihr gratis diese Anwen Eco Hairbrush mit dabei. Die hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal in der Hand, um ehrlich zu sein. Ich finde die klasse, wirklich. Ich habe die auch hier. Die ist auch immer hier. Und in der Regel käme ich mir auch, bevor ich hier mich hinsetze, die Haare einmal kurz durch. Jetzt habe ich eben einfach nur mal spontan meine Haare aufgemacht und habe sie nicht durchgekämmt, aber die ist halt wirklich super angenehm, die schmiegt sich schön an und die reißt ja auch nicht so die Haare raus und so. Und also ich mag sie gerne, muss ich wirklich sagen. Deswegen sitze ich jetzt auch gerade hier und nutze die Gunst der Stunde, um meine Haare durchzukämmen und euch gleichzeitig das Produkt zu zeigen. Ist das nicht wundervoll? Genau, ja, also das gefällt mir, ne? Also die mag ich. Die habe ich auch schon hier und die ist halt wirklich aus so ökologischem Material. Das ist ziemlich spektakulär. Diese, die Bürste an sich und auch diese feinen Viecher sind nämlich irgendwie ökologisch hergestellt. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Please recycle, made in China. Jo, finde ich ganz cool, ne? Ja, die gibt es auf jeden Fall für Ome mit dabei, wenn du die Box abonnierst und diesen Code verwendest oder den ich eben schon eingeblendet habe. Genau, so. Die Box schaut so aus. Also ich finde das immer schwierig, das Unboxing von der Goodiebox zu machen, weil wir haben halt immer dieses, dass man sich erst durchliest, was sie dabei sich gedacht haben und dann fängt man wirklich innerlich schon mal so an zu rattern, ne? Ich denke dann immer so nach und gleichzeitig sitze ich hier und packe dann die Box aus. Das ist immer ein bisschen weird, aber ich werde gleich bei einer ruhigen Tasse Kaffee nochmal so ein bisschen drüber nachdenken und so ein bisschen Meditation damit machen. Das ist echt Wahnsinn. Okay, vielleicht kann ich sogar das ein oder andere Produkt dabei verwenden. Genau. Seidenpapier. Ist mit Klebi zugemacht und die Goodiebox verzichtet weitestgehend auf dieses ganze Füllmaterial. Es sei denn, du hast hier mal eine Lidschattenpalette oder sowas drin. Die werden dann natürlich noch so verpackt, dass es halt auf dem Transportweg heile bleibt. Und hier haben wir dann auch den Blick in die Box, um zu sehen, wie halt auch für die Produkte dann immer verpackt sind. Das ist halt sehr kompakt und so halt, dass nichts kaputt geht. Das finde ich auch ganz nice. Hier haben wir etwas drin von einer Marke. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal in einem Adventskalender gehabt und das war ein Cognac-Schwamm. Das war mein erster Cognac-Schwamm, den ich je hatte. Fand ich ganz cool. Und hier haben wir jetzt von Kamameo oder Kamameju Renew Age Defense Face Brush. Das ist ein Beauty-Tool. Da muss ich mal gucken, weil ich habe ja eine Reinigungsbürste für mein Gesicht, ob das was für mich ist. Ich habe jetzt hier nämlich gerade schon das Bildchen gesehen. Okay. Das ist so ein sehr ökologisch aussehendes Teil, um mal ganz ehrlich zu sein. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Spülbürste, ne? Fühlt sich ganz angenehm an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Kleber rieche oder ob das diese Härchen sind, die so riechen. Da lösen, nee, ein paar sind auch ein bisschen länger, die kann man so abzuppeln. Und hier gucken wir mal, ach du Scheiße, 41 Euro kostet das Ding. Wahnsinn. Es gibt eine Bürste für unsere Haare, unsere Zähne, unsere Augenbrauen. Und was ist mit unserem Gesicht? Kamameyus weiche und sanfte Face Brush ist eine effektive Wunderwaffe, die deine Durchblutung und dein Bindegewebe anregt und die Haut im Gesicht, am Hals und Dekolleté so richtig erwachen lässt. Betrachte es als ein kleines, natürliches Facelifting während deiner morgendlichen Tasse Kaffee
und ein neues Ritual für deine tägliche Hautpflege. Einfach morgens auf der trockenen Haut mit leichten energetischen Streichbewegungen anwenden. Ich bin morgens, außer am Wochenende, immer sehr knapp zeitlich bemessen. Das heißt, das werde ich morgens nicht hinkriegen, ne? Also so geil, wie ich das eigentlich finde, auch von der Idee her, ich glaube nicht, dass es bei mir bleiben wird. Bin ich ehrlich. Aber es ist nice, dass es mit dabei ist. Das ist halt so ein Erinnerungsprodukt ist, mehr oder weniger auch, dass man auf sich selber so ein bisschen Rücksicht nimmt. Was ich aber krass finde, es ist 41 Euro wert. Hammer, okay. Ja, krass, das haut mich vom Hocker. Ja, dann habe ich hier ein Produkt von Verso drin. Und Verso kommt mir jetzt in den letzten Unboxings echt viel auf die Füße, um ehrlich zu sein. Die Nourishing Cream mit Niacinamiden, 15 ml sind hier enthalten. Und soweit ich mich erinnern kann, kostet das Originalprodukt 95 Euro, sodass wir hier bei diesem Mini-Tübchen bei einem Wert von fast 30 Euro liegen. Das ist Hammer. Und das ist halt eine Gesichtscreme und die kann ich jetzt nicht ausprobieren, weil die nur 3 Monate offen sein darf. Ne? Wie wäre es mit einer täglichen Portion Luxus für dich und deine Haut? Die Nourishing Cream von Verso beinhaltet den Wunderwirkstoff Niacinamid. Den finde ich auch übrigens sehr, sehr gut für meine Haut. Dieser stärkt die äußere Barriere deiner Haut, beugt Trockenheit vor, polstert feine Linien und Fältchen auf und reduziert Hautpigmentierung und Rötungen. Zusammen mit Haferlipiden und Ölen spendet diese reichhaltige Creme intensive, langanhaltende Feuchtigkeit, die deine Haut glatt und geschmeidig macht. Feuchtigkeit ist voll mein Ding. Das heißt, die Creme ist auch was für mich, ne? Finde ich nice. Gut, next one. Terre Mars. Maison de Cosmetics Naturelle 008. Gel Nettoyant Redition Body Cleanser. Ach, ist das ein Duschgel? 150 ml sind hier enthalten. Und das ist jetzt was für den Körper. Das ist ein Oschi, ne? Riecht jetzt so nicht nach irgendwas. Das ist cruelty-free und vegan. Das finde ich nice. Duschgel. Ja, das ist einfach ein Duschgel. Ist doch nett. Wonach soll das riechen? Ey, 19 Euro kostet das? Ich fall vom Glauben ab. Okay. Organisch, schaumarm und aromatisch. Mit Kaffee und Rosmarinextrakt. Ja, das könnte was werden. Und Aloe Vera. Nett. Okay. Aber 19 Euro für ein Duschgel? Das ist eine Hausnummer, ne? Schaumarm finde ich schade, weil ich bin ja so ein Freund davon, dass ich ganz viel Schaum und ganz viel Aroma und Kabuff unter der Dusche, dieses Spa-Feeling, ne? Aber wir müssen einfach mal gucken, das kommt jetzt auf jeden Fall in meiner Verwendenkiste, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ist sehr schlicht vom Design und dann gucken wir mal, wie das so ist, ne? Gut, ich will es riechen. Komm, wir riechen das jetzt aber trotzdem mal. Kann man das hier so aufdrehen? Ne, muss man aufmachen. Kriege ich aber auch hin. 19 Euro für ein Duschgel. Ey, zieh dir das mal rein. Wenn du bei Balea den Duschgel holst, dann zahlst du da 55 Cent für oder 50 Cent. Das finde ich krass. Also den Rosmarin, den rieche ich auf jeden Fall. Da kriege ich jetzt echt Bock auf ein Steak oder sowas. Das Kaffeekram rieche ich jetzt nicht so unbedingt, aber das muss man dann auf der Haut riechen, ne? Aber es riecht eher frisch, aber gut, es stand ja auch drauf. Gut, dann haben wir hier Yabe oder Yabe. Keine Ahnung. Feed Your Skin, Feed Your Mind Soothing and Nourishing Face Mask and Podcast. Cool. Eine Gesichtsmaske, 25 ml sind hier enthalten. Also aktuell habe ich eine ganz, ganz schlimme Haut, sehr, sehr trocken durch diese ganze Heizungsluft und durch Stress und frag nicht, habe ich eine ganz schlimme Haut, ne? Und da kann ich auf jeden Fall etwas brauchen, was meine Haut nährt und auch dieses Ding, 20 Euro, also Leute, jetzt mal ohne Witz, du hast 19,95 € für die Box bezahlt, hast dieses Produkt quasi damit raus und den ganzen Rest für umme, feiere ich hart. Das nennen wir mal eine 2-in-1-Kombi. Yabe bietet dir nicht nur eine nährstoffreiche und beruhigende Gesichtsmaske mit wertvollem ozonisiertem Sonnenblumenkernöl, sondern auch einen entspannenden Achtsamkeitspodcast, das finde ich cool, den du während der Anwendung anhören kannst. Lehn dich zurück und gönn dir 10 bis 15 Minuten, in denen du deinen Körper und Geist komplett gehen lässt. Den Podcast findest du unter yabebeauty.com. Die Maske anschließend mit warmem Wasser abspülen. Das finde ich nice. Das steht ja auch drauf mit dem Code. Ja, nett. Ja, ne? 10 bis 15 Minuten, dann Podcast reinziehen. Das werde ich mir gönnen. Achtsamkeit kann ich auch sehr gut gebrauchen. Denn wie ihr gerade schon gemerkt habt, ich bin sehr gedankenverloren aktuell. Okay, wir haben ja immer 5 Produkte in der Box mit drin. Und jetzt kommen wir auch zu dem 5. Produkt, was uns ja so ein bisschen angeteasert worden ist. Und das ist
ein gut riechendes Produkt von Hairlust. Hair Growth and Protection Organic Certified Hair Mask. 50 ml. Und das ist eine wunderschöne Farbe, wo ich tierisch drauf abfahre, was man kaum an meinem Oberteil sehen kann. Hust, hust. finde ich klasse. Also ich liebe Haarmasken. Haarwachstum finde ich ganz gut. Das kann ich auch gut gebrauchen. Ich habe das in letzter Zeit gemerkt, immer wenn ich mir einen Bommel oben gemacht habe, deswegen trage ich den nur noch sehr, sehr selten, habe ich irgendwie hier an der Seite gesehen, dass mir so ein bisschen, ja Leute, ich zeige euch das jetzt, ne? Hier so ein bisschen Haare fehlen. Ich weiß es nicht. Irgendwie hinterm Ohr, ne? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hier ist so ein richtiger, weiß ich nicht. Jetzt hätte ich mir einen Undercut oder sowas gemacht. Habe ich aber nicht. Kommt das mit dem Alter? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das geht auch wieder vorbei. Ich nehme fleißig Haarvitamine und hoffe, dass meine Kopfhaut auch wieder klarkommt, weil da, die ist auch ganz furchtbar, ne? Ich weiß nicht, falls ihr irgendwelche Tipps habt, um Kopfhautberuhigungsgeschichten zu machen, weil ich habe halt auch wirklich Entzündungen hier hinten und so, ne? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich habe da wirklich aktuell Probleme mit und das wäre mir eine große Hilfe, wenn die Community mir helfen könnte, Leute, echt. Okay, egal. Freue ich mich drauf auf jeden Fall. Das machst du dir meistens einfach in die Längen rein und lässt es dann einwirken. Oder 5 bis 10 Minuten lässt du es drin. Rinse afterwards, genau. Mhm. Ja. Ach so, guck mal, das machst du sogar in die Haarwurzeln, in die Roots rein. Ach, das finde ich ja interessant. Ich finde auch diesen Mix jetzt ganz nice, ne? Also wir haben wirklich was von Haarpflege über Gesichtspflege, so ein Tool mit dabei und dann die Körperpflege. Und da der Januar eher immer so ein pflegelastiger Monat ist, so dieses ganze Regeneration-Thema-Gedönsen, passt das ganz gut. Womit das jetzt hier dieses Breath Out zu tun hat, im Prinzip, die Box spricht ja sowieso immer für sich, dass sie sagt, gönn dir einfach mal deinen Moment Me-Time. Gönn dir einfach mal, dass du Zeit für dich nimmst, dich mit dir selber beschäftigst und halt, wie hier auch steht, mal Nein sagst. Und ansonsten ist es halt Pflege, es ist Self-Care und es gefällt mir. Doch, also es ist schon eine schöne Box mit auf jeden Fall brauchbaren Produkten. Das mit der Bürste ist jetzt ein bisschen blöd. 41 Euro wert, ey. Und ich denke drüber nach, ob ich die wirklich brauche, ne? Ist schade, aber so ist das Leben eben. Ihr Lieben, wie gesagt, wenn ihr Bock auf die Box habt, nutzt gerne den Code. Ich packe euch das mal alles in die Infobox. Von dem Code habe ich nichts. Das ist einfach ein genereller Code, den man dort auch auf der Homepage findet. Aber ich gebe euch einfach mal unten in der Infobox alle Infos, die man so braucht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!